Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Okay, aufgrund der doch schlechten Verkehrslage hier mittlerweile werden wir da auch zu unserem Trick 17 greifen und einfach hier Einbahnen draus machen. Schön, dass er uns das gar nicht erlaubt. Ich meine, das ist... Oh, es ist schon eine Einbahn. Shit. Okay, dann machen wir die Einbahn in die andere Richtung. Wir haben das hier schon zu Einbahnen gemacht. Interessant. So, weil der Trick dabei soll sein, dass hier die Bushaltestelle nicht alles zu sehr verstopft. So, jetzt verstopft der Bus hier offensichtlich alles, oder wie? Warum sind hier überhaupt so viele Busse? Alter, diese Linie hat 18 Busse. Was ist das für eine Linie? Hoppla, da stimmt was nicht. Oh, deswegen. Oh, zum Hängen. Das ist die Linie, die hier... Hä? Ach so, wir sind hier. Oder? Warte, spinne ich jetzt? Hier waren wir... Oh, ich dachte, ich war die ganze Zeit hier drüben gedanklich. Okay. Aber trotzdem 17 Busse. Das werden wir jetzt gleich mal reduzieren ein bisschen auf, sagen wir mal, 12. Das sind viel zu viele Busse. Die stauen sich ja da die ganze Zeit schon. Und jetzt kommt auf einmal kein einziger mehr hier da. Jetzt ist der Stau wohl zu Ende. So, der ist jetzt gerade am Rückweg. Mit 80 Leuten an Bord. Shit, man, wir haben hier massiven Stau, weil es hier nicht mehr richtig weitergeht, weil alle hier nur eine Spur benutzen. Das ist hier auf einmal. Der Bus kann hier nicht mehr rein. Warum kann er hier nicht rein? Er kann doch hier abbiegen und die Straße geht doch hier hinein. Warum soll er hier nicht herkönnen? Was soll denn die Scheiße? Nein, der wird seinen Weg schon finden. Der kann ja nicht. Der braucht nur hier abbiegen und dann einfach da rein. Das ist doch kein Problem, oder? Oh, doch, es ist ein Problem, weil er hier nicht abbiegen darf. Das haben wir verboten. Dann ist es natürlich ein Problem. Du fährst hier gerade, du fährst hier nicht her, du darfst hierhin abbiegen und du natürlich hierhin. Wir müssen hier noch die Spuren reparieren wieder, nachdem wir da die Reihenfolge geändert haben. Ah ja, der muss natürlich hier abbiegen dürfen. Obviously. Ne, das machen wir nicht nur zur Biegespur, das wäre blöd. Was ist hier? Achso, da geht nur einer hin. Ja, du fährst hier hin, du fährst hier hin. Fast gerade. Das ist echt scheiße. So, aber der müsste sich jetzt eigentlich seinen Weg wieder finden können. Wenn wir sagen, neue Linie hier, dann kommt er da auf jeden Fall hin. Das heißt, das passt auf jeden Fall. Jetzt ist die blaue hier, die müssen wir nicht wegkriegen. Ah, die ist hier angelegt. Löschen. Wir müssen hier irgendwas machen. Die von allen immer nur auf einer Spur. Das geht einfach nicht. Das geht so einfach nicht. Die Frage ist nur, was tun?
Wir müssten irgendwo hier einen Bypass machen, mit dem wir... Wir müssen das einmal ein bisschen besser nutzen. Ja, mit dem wir besser auf die Autobahn kommen. Es ist ja wahnsinnig ineffizient hier, was wir da gebaut haben. Das geht ja gar nicht. So, besser. Hier ist dasselbe. Da gibt es noch mehr Büros. Beziehungsweise. Sorry, dass ihr da gerade baut. Das ist ungünstig, ich weiß. Aber wir brauchen hier noch mehr. Noch mehr kleine Büros machen. Hey, da auch. Und da auch. So, viel besser genutzt. Wir müssen irgendwo hier eine Anbindung an die Autobahn schaffen. Vor allem, weil die ja hier schon ist. Aber wie? Haben wir eine vernünftige... Es ist auch blöd, weil hier alles Wohngebiet ist. Und hier das Autobahngeräusch halt äußerst schlecht dasteht einfach. Aber wir könnten ja hier einfach eine Anbindung machen an die Autobahn mit einer Spur. Bleib am Boden. Warum auf 3 Meter? Nichts damit 3 Meter. Bleib einfach am Boden. So. Wir lassen die hier ein bisschen mitfahren. Ja. Und schließen sie dann hier an. Einschalten, wie gesagt. Um Gottes Willen, was ist denn da los? Oh heavens. Machen wir so ein bisschen gerade und dann. So, perfekt. So, ihr dürft mal. Ah, nee, genau das nicht. Lass es, danke. Die automatische Funktion ist aber nicht wirklich gut. So, nachdem hier nicht so viel Verkehr ist, darf er sich aussuchen, welche Spur er will. Damit er auch nicht irgendwo dann... Naja, wird er eh nicht genug Notes dazwischen zum Spur wechseln. Aber dass er ja sich nicht irgend... Nee, wir lassen es. Wir machen das nicht. Er hat genug Platz, sonst passen unsere Linien hier nämlich nicht mehr. Die wir hier zeichnen. Sonst müssten wir die anders zeichnen. Müssen wir... Das Ganze noch komplizierter zeichnen, das tun wir nicht. Das lassen wir einfach so, es passt schon so. So, und du bist so. Und du nicht. Aber du. Und damit sollten wir fertig sein. Tada! So, mal schauen. Das sollte zumindest den Verkehr in diese Richtung oder alle, die in die Richtung fahren wollen, hoffentlich ein bisschen reduzieren. Vor allem, wenn einer hier hin will, kann er theoretisch auch hier auf die Autobahn auffahren und da wieder abfahren. Theoretisch. Praktisch ist es nicht, aber... Warum fahren die hier? Wo fahrt denn ihr hin? Wo fahrt ihr denn hin? Hä? Also ist ein Bus despawned und dann neu gekommen? Oder was ist da darunter zu verstehen? Warum kommen hier zwei neue Busse? Egal, die Auffahrt hier wird auf jeden Fall schon genutzt. Wir werden sie doch noch weiter ausbauen, und zwar auf zwei Spuren und eine Spur hier abgehen lassen. Irgendwo. Mal schauen, wo wir das machen. Doch schon hier. Ja, nichts mehr mit Boden, danke. Abwärts geht's. 12 sollte tief genug sein.
Hat er eh genug Platz dann. Der kann hier... Der fährt hier auf. Einmal rüber, noch einmal rüber. Passt, er kann damit auch geradeaus weiterfahren und muss nicht darüber fahren. Das ist natürlich wichtig. Damit die Auffahrt hier auch entsprechend genutzt wird. So, lassen wir die mal fahren. Und da wird sie auch schon verwendet. Schön. Schön, dass die Dinge verwendet werden, die wir hier bauen. So, hier auch nochmal. Das passt sogar fast. Mann, schaut wieder so scheiße aus. Aber was soll man tun? So, da kommt jetzt eine Ampel hin. Gut, passt. Die Auffahrt wird ordentlich verwendet und das sollte hoffentlich die Last hier auf die Straße massiv verringern. Hier stehen zum Beispiel wahnsinnig viele Leichenwagen und Postler im Stau. Dann werden wir ihnen hier den Spurwechsel verbieten. Hier... Die können ja überall hinfahren, also sollen sie sich bitte auch entsprechend vorher entscheiden. Dann sieht man auch eher, welche Spuren verwendet werden und welche nicht. Und kann vielleicht darauf reagieren. Auf jeden Fall ist der Stau hier massiv zurückgegangen, seit die alle angefangen haben, hier auf die Autobahn aufzufahren. Und könnte jetzt natürlich bewirken, dass der Verkehr hier massiv zunimmt. Und unter Umständen diese Ministraße das nicht mehr handeln kann, was bedeuten würde, wir müssen hier auf... zumindest eine dreispurige Straße upgraden, je nachdem wo der Verkehr stärker ist, damit sie hier auch vernünftig auf beide Spuren fahren können. Also werden ja beide etwa, sage ich mal, gleich benutzt. Nee, der Spurwechsel ist hier nicht mehr möglich, ja. Wenn wir uns das hier anschauen, ja okay, die wird deutlich mehr benutzt als die andere scheinbar, zumindest zur Zeit. Das ist alles in Ordnung, momentan... ist der Verkehr auf jeden Fall noch in Grenzen. Diese Grenzen sprengen sich aber gerade. Ich glaube, wir werden gleich einmal beginnen, das hier abzugraden. Vor allem dank der Ampel ist es natürlich etwas schwierig hier. So, weil du darfst eben hier abbiegen oder hier und du hier. Verstanden? Macht's das bitte, haltet euch dran und ja, fahrt halt entsprechend, wohin ihr wollt. Ne? Das sollte hier jetzt dem Verkehr hoffentlich gut tun. Um Verkehrschaos hier zu verhindern oder so extreme Stauschlangen, wie wir sie vorher hatten. Und wieder wird hauptsächlich die mittlere Spur verwendet, weil die läuft hier lang ins Grüne. Die geht dann hier hin. Und da hält sich hier auf die rechten Spuren auf. Ups. Diese gehen beide hier weiter. Die geht hier ab und die teilt sich hier wieder auf die zwei auf und gehen weiter. Und gehen beide auf diese hier. Und hier staut es massiv und die hier ist zum Abfahren. Ja. Macht Sinn, dass sie leider dort stehen, weil die hier nur zum Abbiegen ist. Und das heißt, wir sollten... hier hinfahren lassen und die hier rüber lassen, dann wird auch die äußere Spur vielleicht etwas mehr benutzt. Hoffentlich. Weil auch hier ist der Stau ziemlich krass manchmal, aber überall an allen Seiten ist der Stau hier ziemlich heftig. Fußgänger, beeilt euch. Wir könnten hier
schauen, dass wir die Kurvengeschwindigkeit etwas erhöhen. Nee, warte mal. Falsch. Das machen wir. Wenn wir hier mit dem Versatz ein bisschen spielen, sollten... Ja, da sollten sie nicht so in so einen spitzen Winkel abbiegen müssen. Und sollten damit die Kurvengeschwindigkeit höher haben und damit schneller fahren können. Damit sollten noch mehr Autos über die Kreuzung kommen. Hoffentlich. Gerade der Kurvenradius hier war vorher ziemlich eng. Der ist es halt immer noch ein bisschen, aber es sollte hoffentlich ein bisschen mithelfen. Wir können damit die Kreuzungen vielleicht auch etwas besser aussehen lassen, oder? Nee, das ist immer noch alles schief. Okay. Aber wir können das auch hier machen. So, der hält jetzt alles auf hier. Fahr weiter da. Hopp. Auch hier ist es die mittlere Spur, die am meisten Stau verursacht. Die geht dann hier hin. Und hauptsächlich auf die zwei Spuren. Okay, das ist dann... Ja, hier ist das eh schon korrekt von Haus aus. Nee, falsch. Ich mach's gleich falsch natürlich, ne? Klar, auf der mittleren kann ich zu beiden fahren. Boah, und hier staut's auch ziemlich krass. Ich nehme mal an, das funktioniert hier nicht mit dem Versatz, oder doch? Oh doch, es funktioniert. Wir kriegen damit auch ein bisschen einen sanfteren Kurvenradius. Vor allem für die Außenfahrenden. Der durchaus helfen könnte. So, die müssen sich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass sie hier nicht Spur wechseln können. Also, ja, müssen sich erstmal wieder richtig stellen. Aber das sortiert sich jetzt dann schon wieder ein. Da müssen sie hier nicht so stark abbremsen, können schneller um die Kurve fahren. Hier haben wir Zebrastreifen. Da werden wir auch zumindest einen davon entfernen. Und auch hier den Kurvenradius ein bisschen vergrößern, damit die besser fahren können. Können wir auch hier vielleicht mal das... Gerade jetzt ohne der Zebrastreifenunterbrechung ein bisschen leer ausschaut. Hier nachhelfen. Der Linienführung. Wie sind die hier? Okay, die linke teilt sich auf. Heißt, das geht so und... Ich glaube, das war falsch, oder? Die muss hier dazu kommen. Nee, da muss das so sein. Genau, jetzt kommt die dazu. Wobei man sagen muss, die linke verwendet hier kaum jemand. Okay, jetzt. Gar die hier abbiegen, verwenden es natürlich. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen mehr rein. Hier staut es auch nicht so stark, dass es wohl ein Problem wäre. Ich frage mich, lohnt es sich hier einen Fußgängerweg zu bauen? Lohnt es sich, sowas hierher zu machen? Wir schauen mal kurz, wie das aussieht. Und ja, ich würde mal sagen, das machen wir. Wo fahrt sie genau hin? Ha? Nee. So, Leute, das ist sowieso nicht für euch gedacht. Hier fahrt bitte niemand durch, ja? Und mit niemand meine ich niemand. Kommt's nicht auf blöde Gedanken? Da kommen schon die Wahnsinnigen. Nee. Zu Fuß, ja? Zu Fuß, danke. So, dann werden wir hier noch die Linien nachzeichnen.
ja sowieso gleich verlaufen. Das wird so einer hier. Und nee, das hat schon gepasst. Hier wollen wir her. So. So und hierhin. Zurück, meine ich, oder? Vollständig ausgefüllt. Nee, 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 nee. Sieht man die Linie? Nicht wirklich, okay. Shit. Warum verschwinden die dann? Okay, egal, von hier und nach hier und nach hier und wieder hierhin zurück und vollständig Ah, verdammt, das passt hier alles nicht zusammen. So ein Schaß. Da gibt es keine bessere Möglichkeit dafür. Okay, da muss die Linie halt reichen. Aber egal, so tragisch ist es nicht. Und ihr dürft hier bitte einfahren in die Kreuzung, ja? Haltet euch nicht zurück. Marschiert's nur. Wo wollen die hin? Worauf wartet ihr hier? Also mal abgesehen davon, dass es sowieso keine Ampel ist, bitte, ja? So weit kommt's noch. Geht's schon. Hopp, hopp. Oh Mann, also hier ist der Stau auch massiv. Warum eigentlich? Wo fahren denn... Weil die hier in drei Richtungen fahren können, deswegen. Schön, vielleicht sollten wir das Outran. Wo fahren denn die meisten hin auf der Mittelspur? Geradeaus wahrscheinlich. Das heißt, wir werden diese Spur hier auf zwei aufteilen. Wir werden das hier wegmachen. Und wir werden das hier nach rechts erstmal lassen. Wir müssen das auf jeden Fall aufteilen. Auf die Autobahn fahren hier sowieso nicht so viele. Die werden sich jetzt mit der linken Spur begnügen müssen. Und das sollte ein bisschen Last von der Mittelspur nehmen, die jetzt nur noch geradeaus und rechts fahren. Gut, Freunde, aber das war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!